Too many structures, das ist ja klar, aber das ist ja hier einfach nur mit der Höhe. Hat's dann erhöht. Aber es geht ja hier mit too high. Auch ich habe solches Hardcap erreicht. Zwar nicht in der Anzahl der Bauteile, sondern Meldungen can't place too high above ground. Somit hat es auch ein Hardcap in der Z-Achse von Buildings. In diesem Turm hat das Fundament in der Z-Achse einen Wert von minus 13.303. Nach vielen Stockwerken kam ich auf einen Z-Wert, bla bla bla. Okay. Was ist, wenn ich von oben runter baue? Das könnte vielleicht gehen. Musstest du mal probieren, mal herkommen, schauen, ob du oben jetzt bauen darfst. Ich habe das ja erlaubt. Ja, mache ich. Begib mich mal auf den Weg nach Hause. Dass du einfach bis hierher baust und dann kann man hier übernehmen, also runterspringen von mir aus ein Feld oder so, ich weiß ja nicht. Genau, beide verbinden. Musst du nicht unbedingt verbinden, von mir aus bauen wir so eine Plattform, wo man runterspringen kann. Das ist ja kein Problem. So ein, zwei Felder passiert uns da nichts. Nur hoch kommt man dann da nicht. Ein 232er High. Ja, viel Glück, Adi. Ich hoffe, das schaffst du. Pass auf, gestern bist du ja gestorben im Wasser. Ja, mit Flugdino geht's. Ich kann aber die Flugdinos nirgendwo parken. Wenn ich die Flugdinos oben parke, in der Höhle verschwinden die. Und aus Sichtweite, aus der Sichtweite kommst. Erinnere mich an vergangene Patch-Notes, wo die Bauhöhe auf, glaube ich, 25.000 Einheiten erhöht worden sein soll. Mützenfresser, grüß dich, schön, dass du da bist, willkommen. Achso, ich weiß gar nicht, wo ich hier nach Hause muss, welche Insel. In der Mitte. Die mittlere Insel von den dreien in der Mitte. Mitte links. So. Attempting to allow to high and ground any ideas. Nee, also es ist anscheinend wirklich Limit. Dann könnte ich ja oben auch schon nicht bauen, weil es zu hoch ist. Ach nee. Nee, das doch, geht schon. Doch, doch, das geht schon. Du kannst halt nur 70 runterbauen. Fertig. Und zu hoch? Das weiß ich ja nicht, ob du starten kannst. Das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du auch gar nicht starten, weil es einfach zu hoch ist. Ich bin auf dem Weg. Ja, ja, kein Stress. Ich ist ja, kann ja eh hier weg. Muss. Hier, it would be nice, configure structure, high limit. It's boring, you can't build, okay. Mal hier googeln, war gestern sogar ein Post. Also hat keine Ideen, auch mit Google jetzt hier, beim Schnellschauen nicht. Bestimmt gibt es irgendwo noch eine genauere Erklärung, aber ist anscheinend doch hier eine Begrenzung. Ja, mit 70 kommt es ja hin, weißt du nicht. Mit 70 kommt es ja hin. Würde ich halt hier jetzt eine, keine Ahnung, eine etwas größere Plattform herbauen. Aber ich habe jetzt leider nicht mehr so viel. Dann haben wir so einen Steg, damit wir nicht runterfallen. Unterspringen kann man ja immer noch. Jo. Da bin ich ans Limit gekommen. Genau, ich kann ja trotzdem weitermachen. Ich wollte ja testen. Wegen diesem Winkel wollte ich das euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich von oben runterbauen kann. Wenn ich runterfalle, ist das auch egal. Erst einmal haben wir die Corrected Water Ramp und die One Wide Corrected. Machen wir mal hier. Kann man ja
So. Gut, dann. Ich habe ich jetzt gebaut, what you want, correct, mit 4, Taste 4, gell? Genau, die ist halt steil und die andere ist etwas flacher. Also hier wäre es gemütlicher zu laufen, aber du brauchst dann einen weiteren Weg nach unten. Hier. Könnte man bis nach unten laufen, theoretisch. Na, komme ich gar nicht. Nur habe ich ja Angst, dass ich überhaupt nicht bis runter komme. Dass ich direkt in der Wand lande oder irgendwo. Deswegen muss man vielleicht steiler bauen, damit man schneller runterkommt. Ist so etwas krank, wenn man hier ist. Wenn man hier oben ist. Baumpython, grüß dich, schön, dass du da bist. Willkommen. Ist etwas krank, wenn man da so runterläuft. Das ist schon ziemlich steil, aber egal. Nein, nicht. Ach, nicht über das andere drüber. Ach komm, hör doch auf. Dieses Springen von diesem Blaupause ist immer krass. Mhm. Genau, aber so könnte ich runterkommen. Ja, wir machen beides. Wir testen das halt und können es wieder abreißen. Ja. Und so dachte ich mir das halt. Von ganz oben, aber geht ja nicht ganz. Welches ist denn die, die so steil runtergeht? Die One Wild Corrupted, ne? Ja, die komplett steil runtergeht, das ist die One Wide. Achso, nee, andersrum. Andersrum, stopp. Stopp. Die ganz steil ist die Corrected, normale Wood Ramp, die normale Wood Ramp. Und die flache ist die One Wide. Mhm. One Wide ist flacher. Welche willst du, die flache oder die Ding? Ich mach die steiler, ich will mal gucken. Ja. Fuck. Was jetzt? Ich hab gerade war bescheuert. Gut, da ist jetzt ein Hai unten. Was ist denn das für ein Level? Der wird mich ja nicht gleich töten, oder? Der Hai. Sind ja bei mehrere Haie da oben unten. Ich soll runterspringen? Mal Hai sagen? Ja, machen wir mal. Scheißegal. Geht schneller nach unten. Soll er halt kurz knabbern an mir, macht er nichts. So, deswegen. Ich versuche jetzt mal dahin zu kommen. Ich warte noch kurz, 2, 3. Ja, du brauchst aber auch Foundation, ne? Foundation, Ceiling. Ja, Foundation, Ceiling und Wall. Mit ein bisschen, ein paar. Hab ich. Ne, ich laufe lieber, oder? Ich nehme so eine olle Katze damit. Ja, kannst du machen. Ja, die nehme ich aber weg, nicht zu nah stehen lassen da. Ja, ja. Nimmt sie nicht das Spawn, doch vor irgendwo. Wenn sie weg ist, ist sie halt weg. Naja, trotzdem, Level 100 ist trotzdem nicht schwach, du. Die hat doch kein Level 100. Doch, die war Level 100, die Katze. 157, alles klar. Ja. Nee, wir haben ja, dann haben wir zwei. Die andere war 159 direkt nach. 149. Ja, das ist die. Doch, nur 49 Level gab es ja. Ja genau, du hast ja nicht dieses Corrected. Durch diese Corrected können wir einfach so schweben bauen. Boah, wie das ausschaut. Aber ich bin ja trotzdem noch nicht lang nicht oben.
Schau ich das mal an. Das ist ja krass. Man ist immer noch nicht oben. Natürlich nicht, ist man immer noch nicht oben. Du musst ja auch noch da oben durch. Nee, aber von der Höhe her sind ja noch ein paar Wände. Ach so. Das meine ich jetzt, das sind ja immer noch. Also ich bin auf jeden Fall Rampen. Ich muss nur schauen, wie du dann von oben runter baust, wo ich die Rampen starten soll. Aber Rampen kann ich schon mal bauen. Optik, gell? Heftig. Heftig. Ach, da ist ja egal. Wir haben so eine Mod und dann kannst du das ohne bauen. Lass mir die steilere testen. Müsste ich dir ja winken können gleich. Ja. Benni kommt jetzt von oben und schaut. Ich habe keine Fackel mitgenommen. Hier oben war ja schon dunkel, ne? Nee, ist eigentlich hell. Strahlt ja schon die Sonne von unten. Theoretisch. Ein bisschen aus. Du bist direkt hier neben der Sonne. Nee, hier oben ist keine Sonne. Hier oben ist stockenduster. Ja, dann mach halt Gamma kurz hoch. Bei dir ist es halt trotzdem in der Kamera hell. Noch ein bisschen. Ich wollte ja hier sowas Schönes machen, aber ich bin momentan an so ein Limit gestoßen. Aber wenn Benny irgendwie runterbauen kann. Slash Gamma 4, ne, oder? Ne, nur Gamma. Gamma 3. Einfach mal da ein Gamma 3 eingeben. Gamma Leerzeile 3. Alles klar. Machst du mir dich nicht? Camp Place Struktur hier. Geht nicht? Nein. Ich habe aber erlaubt zu bauen im Ding, laut Server. Warte mal. Tja. Mal kurz checken. Arc. Gut, vielleicht ist es von der Map her nicht erlaubt, aber ich habe hier Game User Any. Cave. Also ich habe das hingeschrieben hier. Geht gar nicht, oder wie? Nein. Geht nicht. Dann doch beim Grappling. Ja, ich komme da eh hoch, ich kann hier hochfliegen. Also, ne, da nicht. 10 mir in Penetron bin hoch. Oben. Aber ich will halt nicht jedes Mal einen 10 müssen, weil der verschwindet. Das wäre auch doof. Also du kannst da gar nichts platzieren oben. Nee. Shit. Ja, aber das Ding ist auf jeden Fall drin, steht das mit dem Cave. Allow Cave Building PvE. Ja, ist ja auch PvE drin, ist ja alles. Ist ja alles eingetragen. Ja. Okay, ja gut, macht da nichts. Dann ist es anscheinend von der Map verboten. Ich meine, es wäre kein Problem. Ich kann ja den Vogel da oben parken. Auf meiner Foundation verschwindet er nicht. Da oben. Aber ja. Wie komme ich dann höher? Genau, wie kommst du dann höher? Komme ich dann weiter höher? Ich müsste, weißt du, was halt krass wäre, einen Quessel zu haben und vom Quessel hochbauen. Ja. Vom Quessel hochbauen. Ich war erschreckt gerade. Das wär's. Ein Quessel hinstellen als Plattform quasi. Und dann noch Quessel hochbauen. Das würde gehen. Nur brauche ich erstmal einen Quessel hier unten. Ja, richtig.
Und dafür brauchen wir Männchen und Weibchen. Genau, gut, eins haben wir ja, das andere können wir ja holen. Können wir ja testen, ne? Das. Wie weit war denn eigentlich der andere Gang, wo Vögelsche steht? Na, du kommst. Achso, mit Wasser war schon weit. Unter Ach, zu Wasser. Da schwimmen. sind ja das. Ja. Ja, da war Spinnen, Skorpione und Schlangen sind ja. Aber der war Komm. halt nicht so hoch, um wieder rauszukommen halt. Nee, Hochgrund. War nee, wir sind auch gesprungen. Du kommst nicht mehr hoch. Ja, aber ihr Du seid müsstest. nicht so hoch gesprungen, oder? Doch, doch. Du kommst ja nicht mehr hoch. Wir sind ja mit Fallschirm runtergesprungen ein paar Mal. Ja, aber ist das dann genauso hoch wie der Wasserfall da so zum Hochbauen? Das meine ich Nee, du halt. kannst ja da auch nicht bauen, so wie du auch nicht da bauen kannst. Das wird wahrscheinlich auch sein, ja. Also eins, was mir einfällt, oder ein Bronto mit Plattform? Gut, aber der ist ja genauso hoch. Nee, nicht einmal. Willst du mit dem Bronto da hochlaufen? Ja, ich baue so eine Rampe. Vier breit von mir aus. Lass den Bronto halt hoch und nutzt dem Bronto seine Plattform, die nach oben geht. Aber das Limit auf Tieren, das wir höher bauen können, also das Limit auf Tieren habe ich ja erhöht. Ich kann ja da hochbauen. Keine Ahnung, bis zu 100 Dinger. Ja. Nee, das ist trotzdem 70 hoch, weil es immer wieder unten anfängt. Die Was ist denn Pfeiler die fangen ja auch unten an. Standardgamma-Anzahl? Gib einfach Gamma ein. Ohne keine Zahl, ein Standard. Nur Okay. Gamma eigentlich. Ja, mach mal das. Nur Bronto-Plattform geht wann? Oh, die geht früh. Irgendwann. Mit Müsste so. 70. Ja. Ein Level noch. Also das wäre meine nächste Alternative. Ein Bronto ziehen. Also ich würd das bei Benny spawnen im Bett, wird dann mal schnell Kippel holen für Bronto, weil es dauert sonst zu lang, Bronto. Und Aber das kannst du machen. Kannst du deine Sachen unten lassen, schnell traveln und dann springst du da runter. genau, das mache ich auch. Genau. Dann kann ich mir ein paar Sachen holen. Also, Was ja. sagst du, schnell Bett aufreißen und so? Nee, du brauchst nicht entschuldigen, Baumpüttern. Wir überlegen ja alle, wie wir es am besten machen sollen. Trotzdem würde ich erstmal von da oben runterbauen wollen, eine Plattform. Das erst mache ich erstmal, level ich noch und dann, ja, haben wir noch Zeit, ist ja kein Problem. 44, kann ich die schleppen? Es ist jetzt die steile, gell? Ja, ist ja egal. Immer noch zu schwer. Wegen. Bei mir ist es beim Duschen immer hier. Eon. Wenn ich dusche, dann habe ich immer die besten Ideen. Also gut, im. Oh, ernst? Was ist mit dem Para eigentlich? Para ist eigentlich nicht so. Nee, mit 24 geht die Plattform vom Para. Tja. Echt? Dann mache ich ihn. Wenn ich nehme ich einen Para, der ist beweglicher als ein Bronto. Das heißt auch nicht viel mehr, aber er ist nicht so riesig. Machen wir das mit dem Para. Wird mir besser gefallen. Erstmal die ganzen Dinger da holen. So, dass wir erstmal hochkommen. Nehme ich ein paar Beeren auch wieder raus. Bisschen, nur ein bisschen leichter noch werden, damit er sich nicht beschwert hier wegen dem Gewicht hier. Was haben wir denn da? Du kannst bei 40 Gewicht langsamer laufen. Jetzt, okay, jetzt passt. Gut, dann gehen wir hoch. Bauen wir mal mit Nummer 1 runter.
Meint ihr, das funktioniert? Too high above ground. Ist es ja dann nicht. Dann ist ja der Grund, ist ja der. Der Startpunkt ist ja der Para. Aber weiß nicht, wie es berechnet wird. Das können wir ja sehen. Machen wir einfach. Scheißegal, wir basteln ja. Erst der Text gefällt mir. Sorry, Herr Dane, ist schon mal gut. Jetzt wissen wir auch, wie hoch es ist. Ich bin 70 hoch. Also brauche ich 70 Dinger runterzukommen. Mit dem Steilen vielleicht etwas weniger. Ich baue jetzt mal. Ja. Oh Mann. Ich mache es mit dem Steilen. Wenn man so einen Anhaltspunkt hat, wenn man oben, nach oben kriecht, ist es nicht so schlimm. Dass hier so hoch ist. Okay. Also Benny konnte uns nicht helfen. Vielen Dank für nichts. Ja, bitte, gern geschehen. Immer wieder gerne. Na gut, so steil ist es nicht, wenn man hier drauf oben ist. Ja, das ist ja nicht ganz gut. Ja klar, haben wir ja einiges. Ja, ja. Ich meine, oben baut Benny unsere Hauptbase da weiter. Hier habe ich das Projekt vor. Haben wir schon einiges. Ups. Ja, ist glaube ich schon besser mit Stahl. Wenn du mit dem Dingsbums da Dings da hochrennst. Ach du heiliger Bimbam. Ich hab Freeze gerade. Okay. Ich hab Freeze gerade, scheiße. Versuche doch mal mit Fly nach oben zum Eingang zu fliegen und teste, ob da etwas am Loch andockt. Ja gut. Man konnte gar nicht bauen. Benny war ja oben. Benny war oben und konnte nicht bauen. Ich glaube, ich habe W nach vorne gedrückt. Mit runterfallen. Keine Ahnung. Dass du die Viecher dann alle auf passiv tun, dass sie sich nicht bewegen. Ja, ne? Ja, ja, ja. Okay. Also, ich habe noch früh, es passiert bei der Map manchmal, kein Plan warum. Wie lange hast du vorher Freeze gehabt? Minute oder wie? Ah ne, ach, jetzt geht weiter. Puh, alles gut. Ich finde das gar nicht so steil, muss ich sagen. Es kam mir steiler vor, aber ich komme zumindest hier hin. Genau, zu teuer ist es auf jeden Fall, ist der Arsch teuer. Und außerdem ist es ja dasselbe mit der Höhe. Gut, du brauchst vielleicht nicht 70 Lift-Dinger. Nein! Oh. Ist aber lustig. Ich glaube, ich komme genau da an, wo ich halt angefangen habe. Das ist natürlich super. Mit dem anderen bin ich halt ein bisschen. Vielleicht ein bisschen weiter. Ach, da steht hier noch ein Dodo. Ach du Scheiße. Da stehen noch zwei Dodos. Oh Mensch. Ja, machen wir erstmal Uschi nach oben. Wie das ausschaut hier. Stell dir vor, ich laufe mit so einem Viech da hoch. Naja. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht, wie du das andere wieder abreißen willst. Ja, das schauen wir mal. Lass ich erstmal stehen.
Solange ich da nicht irgendwelche Strukturlimits kriegen kommen lassen, den 3000, also. Wenn ich 3000 noch hab. Das war jetzt normal, gell? Nicht. Das war jetzt normal. Also nicht. Fiber und Tatch wieder. Na gut, die Gräser müssten ja nachgewachsen sein. Mittlerweile. Also auf Taste 6 haben wir gelernt. Raptor, komm mit, muss sie beschützen. Hab keine Sachen in der Leiste. Irgendwie schaffen wir das schon. Und wenn es im Paar auch nicht geht, keine Ahnung, dann fällt noch was anderes ein. Aber auf jeden Fall muss ich nach Hause nachher so hin und her porten wegen Kibbel. Ich warte nicht 2-3 Stunden wegen dem Paar. Ja, klar. Hast du denn da unten Paras? Paras sind hier, ja. Falls ich mich jetzt nicht verguckt habe. Mein Mit. Ich muss gleich mein Game nochmal neu starten. Ich habe schon wieder 6 MB. Das ist süß. Verstehe ich halt nicht. Ja, ist halt so. Macht ja nichts. Muss ich auch regelmäßig. Nach so einem Freeze geht's ja auch wieder. Okay. Erstmal. Noch eine Zeit lang. Einfach, was gesehen, ich habe gewartet ein paar Minuten. Gut, es war vielleicht nur eine, aber mir kam es halt lange vor. Ja, bloß 1000. Hm. Gehen wir ein bisschen weiter. Also wirklich gefährliche Spawns habe ich bis jetzt nur mal an unserer Stelle gesehen, da wo wir, sind. So. Kann sie da oben mich verarschen. Wo ist er? Also du baust gerne, aber farmen nicht so gerne? Ich? Ja. Doch, ich farme schon gerne. Doch klar, warum? Ich farme auch. Ich muss ja farmen, um das zu bauen. Ja, klar. Also, nur wenn du nur 3 Steine kriegst und dann wieder zurück musst, weil du überladen bist, ist das immer doof. Das ist immer doof, ja, klar. Deswegen nimmst du einen Quessel mit. Genau. So, komm mal her hier. Ovi, wo bist du? Der Raptor denkt sich bestimmt, ich würde den so gern essen, aber ich darf nicht, ich bin gezähmt, verdammt. Ich hab so Hunger. So ein kleiner Penner hat mich mit der Pfeile in den Kopf geschossen und mich da gezähmt, ey. Genau. Und jetzt kann ich ihn trotzdem nicht anbeißen, wenn ich neben mir stehe, PvE. Das geht nicht, das ist anscheinend ein Limit vom Spiel. Also vom Spiel, sondern von der Einstellungssache hier vom Server, aber das kann man trotzdem nicht ändern. Es gibt ja viele Sachen, die tun sie mit der Zeit immer dazu patchen. Man konnte ja am Anfang auch nicht, hier einstellen, die Geschwindigkeit des Tamings, des Farmens. Es kommen immer mehr Optionen hinzu. Vielleicht kommt irgendwann die Option hinzu, dass du höher bauen kannst. Und es wird vielleicht auch generell so eine Art, ja, vielleicht Engine Limit sein oder dass das dann crasht, der Server. Deswegen muss man halt, müssen sie ja, halt, bevor sie sowas rausgeben, noch so viel testen und probieren. Mhm. Dass mit der Engine halt hinhaut. Ich habe jetzt soweit im Netz nichts gefunden, ich habe jetzt aber nur hier gesucht, 5 Minuten während im Stream. Wenn ich dann irgendwann eine Ruhe suchen kann, findet man was, aber es haben schon einige nachgefragt wegen dem Problem und es gab jetzt so keine Lösung auf die Schnelle. Okay. Ja. 14 reichen mir aber nicht hier. Muss ich noch ein bisschen Tag farmen.
Eine Felsenkante von da weiterbauen. Ja gut, da ist ja nicht nichts weit und breit. Theoretisch wäre es so, ich könnte an den Felsen anfangen, dann bin ich nicht am Meeresgrund. Dann geht's. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt vom Strand hier berechnet bis nach oben oder ob es von unter Wasser berechnet bis nach oben. Ich glaube schon unter Wasser, weil immer hier ist ja das Letzte. Und das Problem ist, du kannst aber auch nicht weiter nach oben bauen, weil du dort oben nicht bauen kannst. Ja, das ist das nächste Problem. Du kannst ja irgendwann nicht mehr weiterbauen, weil du nicht mehr darfst. Genau. Und mit ein paar ist es ja egal. Du schwebst ja, also bist du, hast du das auf dem Ding drauf. Genau. Vielleicht. Ex-Boss, grüß dich. Servus, schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade ein komisches Bauprojekt, das wir da hoch wollen, aber noch nicht können. So. Manche Tiere sind noch komisch hier, die bewegen sich nicht. Immer noch AFK-Tiere, ich glaube, das ist näher hier. Das ist schon mal gut hier. Vielleicht schon schaffen. Ach klar, ich glaube da rein. Wenn nicht, damit irgendwie ein Vogel oder so, kein Plan. Oder sehen wir uns halt 20 Pelatrons. Oder einfach mit diesem Ding nur hochkommen, mit dem Spawn, ja, vom Bett, scheißegal. Quessel. Meinst du, die spawnt auch da oben? Wird er ja auch. Natürlich, alle. Klar. Ja. Was wollte ich jetzt? Ja, danke. Das dauert noch. Bestimmt schaut der Map-Entwickler zu und lacht sich ins Fäustchen. Denkt sich, da kommst du nicht hoch. Das habe ich extra so gemacht. Genau. Oh, ist denn hier noch ein Ausgang? Slash Eingang? Oh, schau an. Ah, ich habe noch einen Ausgang-Eingang gefunden. Ach ja. Oh, jetzt kommen bestimmt viele böse Tiere und ich tu mich hier reintrauen. Wo bin ich hier auf der Map? Ist auch nicht so weit von uns, aber nur auf der anderen Seite. Jetzt mache ich was. Komm ich hier hoch. Ich sterbe, Tiere sterben, alles wird sterben hier. Hier können viele gefährliche Tiere sein. Ich habe halt nichts dabei. Was gescheit. Pike habe ich im anderen drin, oder? Die habe ich hier drin. Mal wieder ausrüsten, wenn ich hier bin. Ja, inzwischen noch finde ich halt irgendwelche komischen Löcher, wo ich rein kann. Hm. Und wenn ich hier absteige vom Biber, kann er auch. Die, da schau, das sind Skorpione. Ja, klar. Und der ist nicht so stark, der Biber. Ist nur ein Skorpion da? Ne, hier sind Titanboas. Oh, wow. Was kommen sie? Zwei Stück. Ja, gut, zwei Stück will ich schaffen. Ihr seht ja die Dinger hier, die Nameplates. Hier ist ja auch ein Weg nach oben, anscheinend. Aber habe ich die Sachen dabei zum Bauen? Sag nicht, ich habe kein einziges, das ich testen kann. Ich habe echt kein einziges dabei. Wirklich. Oh Mann. Hast du die vielleicht im Biber drin? Nee. Ich sah gerade, nee, gar nichts. Aber ich kann was bauen bestimmt. Ich habe hier Touch Fiber wird das fehlen. Alles in die Dinge reingetan. Was Beziehungsstress auf dem Feldweg neben meinem Haus. Ich mach's lieber Fenster zu. Einige Schlangen hier. Schrei raus, mach mit, was soll das? Oder schreit da raus, Schnauze.
Fertig. Paar Spinnen und Schlangen. 3 Spinnen, 4 Schlangen. Auf geht's, Biber. Ja gut, diese halten nichts aus. Ich würde schon gerne das Chitin haben, aber ich traue mich nicht abzusteigen hier. Dass der Biber weg ist. Wenn er neben mir despawnt, schaue ich halt alle aus. Ich habe auch nichts zum Trinken dabei, ne? Nee, natürlich. Warum habe ich eigentlich nichts? Also, alles hat dieser eine verfickte Biber da. Du bist vorbereitet. Ja. Ich meine, ich wollte ja auch nicht hierher. Das ist ja das Tolle. Er wird ja nicht neben mir verschwinden. Ja, komm. Holen wir uns. Nee, wird's nicht sein. Wird's nicht sein. Der Weg, den wir hergekommen sind, war so ähnlich. Nur musstest du irgendwann mit dem Fallschirm runterspringen. Kann ich mir schwer vorstellen. Das, ja, krass wär's halt, aber ich. Ja, egal. Schau mal halt. Wir entdecken es ja gemeinsam. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall. Nur ich verliere kaum was, wenn ich hier sitzen bleibe. Oh mein Gott, was ist das? Ist das jetzt erst wieder nicht geladen vom Spiel her? Ist das vielleicht der eine Eingang, der verbuggt ist, wo du durch die Welt fällst? Das ist ein Lavasee, ne? Scheiße. Gestern war es doch auch so, als wir hergekommen sind. Da hatte die Grafik nicht gleich. Ich bin ja auch ins Nix gelaufen. Also ich würde sagen, das ist ein Lavasee. Mal die Grafik auf High stellen kurz. View Distance, Epic. Nee, da sind keine Steine. Okay, bringt mir nichts die Epic-Sicht, ne? Ich glaube, das ist ein Lavasee. Ja, und dann geht's dann da weiter oder was da hinten? Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich der See, wo du durch die Welt fällst. Da ist der Lavasee und das ist ja die Lavainsel dann, oder? Bist du unter der Lavainsel? Guck mal. Nee. Nee, bist du nicht? Lang nicht. Okay. Nö, ich bin ja da, wo wir sind, auf der Insel, ein paar Meter weiter von dir. Okay. Kann ich jetzt ja langsam, aber es geht. Ich habe einen Vorschlag, du gehst darauf und testest. Genau. Ich glaube, das wird er nicht machen. Nee, nee. Ich könnte mal nackt herkommen. Das testen, aber nackt komme ich ja nicht durch. Weil ich die Viecher vorher nicht schaffe. Richtig. Na gut, die Viecher sind jetzt tot. Ich könnte halt alles da lassen, vorne herlaufen und versuchen. Wer weiß, wie schnell sie spawnen. Das könnte ich machen. Und dann könnte ich hier wieder spawnen. Ich habe ja ein Bett hier unten. Könntest du. Musst du den Biber hier rausbringen, damit er in Sicherheit ist? Ich meine, Biber hin oder her. Können wir ja genug noch zähmen. Vielleicht kriegen wir das da hin. Auf jeden Fall ist hier halt der, keine Ahnung, der zweite Eingang oder so. Theoretisch. Oh, schau mal, ein schwebendes Konstrukt, der taucht auf und. Achso, das ist ja direkt da, wo ich bin.
Okay. Was ist da, wo ihr reingekommen seid, oder was? Nee, nee, das ist direkt da, wo ich baue. Also, ist, ach so. Ich, als ob ich es mir ausgesucht hätte. Ach ja. Na ja, gut. Ich habe jetzt hier, ich müsste noch hier noch ein Bett bauen. Mache ich mal hier noch ein Bett. Thatch. Wood, Thatch, Fiber, Hide. Ja, wie immer. Wieso frage ich überhaupt? Jedes Mal immer die gleiche Kacke. Fiber. Wood. Fiber müsste ich im Tisch haben. Müsste mich halt bisschen beeilen wegen Spawn von den Viechern, aber gut. Wenn sie gleich spawnen, ist, bin ich ja gearscht, scheißegal, soll's. Ich bin ja eh nackt, gehe ich hier dahin jetzt. Ach, ich baue noch eine Foundation auch noch. Hm. Kann ich mir da drin? Nee. So. Ach was, machen wir das hier, komm. Fertig. Mit der Schildkröte. Langsam, wie läuft. Was machst du mit der? Nur umpacken, oder? Du gehst jetzt damit der Farmen. Nein, never. Gehst schon mit der Farm? Nein. Das würde ich mir nicht antun. Das macht doch bestimmt Spaß. So. Ich müsste was zum Trinken vielleicht mitnehmen, aber egal. Dann laufen wir mal. Ab in den Lavasee. Oder ab zum nächsten Skorpionspinne also, oder glaub, so. Ich glaube, ich muss mal mein Spiel neu starten. Ich habe halt nur noch 6, ganz viel. Ach, hast du nicht schon vorhin gesagt, du wolltest es machen? Ja, ich mach's aber jetzt. Es sind halt 6. Ja, einfach da steh. Umfall? Klar. Sind hier schon wieder neue Viecher? Ich glaube, das sind schon Spinnen oder sind das die Leichen? Das sind schon wieder neue. Toll. Super. Tag. Schlange auch. Du willst das sowieso durchrennen, oder? Ich versuch's ja, aber Stamina reicht halt da nicht. Aber vielleicht reicht das Stamina. Doch, müsst reichen. Und Geronimo! Slava. Bestimmt. Slava, ja. Wow. Okay. Naja gut. Haben wir ja mehr gesehen. Oh, mein Distance jetzt für den Turnier am Boden. Okay, habe ich ja nichts verloren hier. Vielleicht bei dir spawnen, oder? Durchaus. Da habe ich jetzt zu spät drüber nachgedacht. Aber passt. Haben wir getestet, sind wir gelaufen. Wie so ein schöner Forest und ja, hat geklappt. Hat geklappt, wa? Was wollte ich bei dir holen? Achso, Kibble, gell? Und so ein Schmarrn. Kippel, ja, genau. Für den Paraceptus Bumster. Gut, ich baue mich erstmal hier runter. Ich
konnte nur 14 herstellen, aber ich habe ja hier ein Benelux wieder ein. Hilfe. Mhm. Wieso nur? Ja, du kommst dann, ja, du kommst trotzdem nicht über die Lava. Ich müsste mit dem Penetron da reinfliegen. Aber das letzte Stück ist immer Wasser. Oder das erste kommt, je nachdem, wo man halt, wo man halt anfängt. Ich hab gelevelt oder was? Jawohl. Endlich. Wollte ich noch auf, auf 300 Gewicht gehen oder auf Speed Gewicht? Wie habe ich? Gewicht. Ja. Mein Schar friert hier. HP sinken, ja, weil ich nichts mehr anhab. Wollte mich eigentlich gar nicht mehr anziehen. Jetzt fertig bauen hier, aber nein. Will trotzdem noch was haben. Du stehst wieder? Oder lachst halt ein? Ich stehe wieder, ja, genau. Was frierten die jetzt hier? Komm, steig gerne HP. Stell die nicht so an. Muss ich jetzt ganz hoch, oder? Kann ich hier weiterbauen so? Dieses Geräusch, ich komm da. Nee, ich muss ganz hoch und runterlaufen. Ich weiß nicht, rechts ein Weg nach oben. Hm. Meinst du, man kann, hätte da so laufen können? Auf so einem Weg, so neben der Lava? Meinst du da, das zum Beispiel? Weiß ich nicht. Na gut, es war ja auch ein 232, es war ja kein...